Hallo liebe Campingnation zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Unser Thema habt ihr schon längst gelesen, die ganz persönliche Kaufentscheidung. Und wann geht's los? Nach unserem Intro. Was soll man sagen? Ich denke mal, ihr kennt alle unser Video Kaufentscheidung, wo wir den Clever, den Malibu und den Pössl verglichen haben. Genau. Und dieses Thema hat ja wirklich ein bisschen für Diskussionen gesorgt, würde ich sagen. Eine sehr große Kontroverse ausgelöst. Wir haben es per Mail bekommen, die Kommentare konntet ihr lesen. Da war also sehr viel Spannung drin. Leider muss man auch sagen, teilweise beleidigend, was wir lesen mussten. Aber das hat uns bewogen, nochmal ein Video zu drehen. Und ihr habt es gesehen, es heißt eine ganz persönliche Kaufentscheidung. Denn das, muss man sagen, ist es doch. Wenn ihr euch einen Camper kauft, ist doch nicht unsere Entscheidung. Nein. Ist doch nicht die Entscheidung von denen, der das kommentiert, sondern es ist eine ganz persönliche Kaufentscheidung. Und wir wollen einfach mal erklären, warum wir uns für gewisse Dinge entschieden haben und warum wir auch sehen, dass dadurch unsere Autarkie vielleicht oder ich sag mal unsere Freistehkultur besser mit abgesetzt werden soll. Weil das muss man sagen, das war irgendwie das Hauptthema, wo man sagen kann, da wurde am meisten drum gemeckert. Ah, eure Sachen, die ihr da sagt, Autarkie ist doch totaler Blödsinn, so wie ihr konfiguriert, das funktioniert doch so gar nicht. Genau. Wir würden sagen, doch. Das hat einen einfachen Grund. Und damit wir, ich sag mal, so ein bisschen da gucken, wo es halt die meisten Diskussionen gab, haben wir uns ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Die würden wir halt jetzt auch dementsprechend einfach mal durchgehen. Was bedeutet für uns die Autarkie, beziehungsweise ja, die Freistehkultur? Also unser Campingverhalten im Endeffekt. Genau. Unser Campingverhalten ist im Endeffekt relativ einfach. Wir sind oftmals auf Freistehplätzen unterwegs und bleiben zu, ich sag mal, einer großen Anzahl nicht einen zweiten Tag an einem gleichen Ort. Das ist auch deswegen, weil man nun mal in Deutschland sich im Prinzip ja nicht wildcampen darf, sondern nur ausruhen darf. Und damit das auch nicht so auffällt, wie es vielleicht manche anderen machen, das wollen wir eben nicht, weil wir wollen im Prinzip, dass diese Freistehplätze ja auch noch weiterhin für uns alle nutzbar sind, wollen wir so wenig wie möglich auffallen. Und genau das tun wir, weil wir einen Tag oder eine Nacht nur da dran stehen oder dort stehen. Wir legen kein Campingverhalten am genau. Tag. Wir wollen uns da ausruhen, wollen die Gegend erkundschaften. Richtig, richtig. Und nichts anderes tun wir da. Und ich glaube immer noch, dass wir dort eine ganz richtige Entscheidung getroffen haben. Ja, das denke ich auch. Und zwar mit unseren, wo wir jetzt beim nächsten Thema sind, im Endeffekt mit unseren Konfigurationen. Wir haben uns ja für einen Kompressorkühlschrank entschieden. Dieser Kompressorkühlschrank sehen wir als großen Vorteil. Wir haben es erlebt hier, wo wir jetzt gerade sitzen, nämlich in unserem Weinsberg Cara Kompakt Edition Pepper. Nicht in unserem. Nee, das ist der von meinen Eltern, genau. Und da muss man halt sagen, die haben einen Absorberkühlschrank und im Sommer war das Eis im Eisfach kein Eis mehr wirklich. Das war nur noch so eine Pampe. Also die Kühlleistung ist da dermaßen runtergegangen und wir haben auch komplett alles gerade ausgerichtet, also so wie die Vorgaben auch sind. Aber ganz ehrlich Leute, bei 35 Grad kommt dieser Kühlschrank einfach nicht mehr hinterher. Für uns ist es daher wichtiger, dass wir im Sommer auch schön gekühlte Sachen haben, weil da ist es ja sehr warm. Daher haben wir uns für den Kompressorkühlschrank entschieden. Auch wenn der Kompressorkühlschrank natürlich mit Bewusstsein mehr Strom verbraucht. Aber dadurch, dass wir ja fahren jeden Tag, ist das nicht so ein Riesenproblem. Man fährt immer mal ein bisschen, dass es zumindest reicht. Und wir haben auch eine Solaranlage auf dem Dach, die wir nachrüsten werden, dass uns die Energie, da muss man sich ja auch so ein bisschen so einen Plan machen, wie das aussieht, da nicht ausgehen wird. Ja, dann haben wir das zweite Thema, unsere Heizung. Wir haben uns für eine Dieselheizung entschieden und zwar auch aus dem einfachen Grund, weil wir im Winter unterwegs sein wollen und auch im Ausland. Also sprich nicht unbedingt Deutschland, sondern auch Schweiz, Österreich, Italien, wie auch immer. Und dort ist es einfach nun mal ein bisschen schwieriger an Gas ranzukommen. Man kann ungefähr rechnen, drei
bis 4 Tage kommt man mit einer Füllung einer Gasflasche 11 Kilo vielleicht klar. Aber irgendwann ist Schluss. Und dann möchte ich lieber an die Tankstelle fahren können und sagen können, okay, ich tanke ein paar Liter Diesel nach. Das ist für mich einfach komfortabler und einfacher, als zu schauen, Mensch, wo kann ich diese Gasflasche befüllen lassen? Oder halt mir eine Gasflasche dort zu besorgen, mit Adapter zu arbeiten. Geht alles, natürlich, um Gottes Willen. Und jemand, der nicht so viel unterwegs ist in Europa, Norwegen wäre auch so eine Sache. Wir haben mit unserem Händler gesprochen. Der Händler sagt, er verkauft viele Fahrzeuge nach Norwegen. Darunter sind so gut wie keine Fahrzeuge mit einer Gasheizung verbaut. Weil in Norwegen kriegst du einfach wenig die Gasflaschen. Das ist einfach so. Und die kaufen meistens die Fahrzeuge, die eine Dieselstandheizung haben. Wobei wir das politisch natürlich dann nicht bewerten wollen, ne? Weil Nein, Norwegen da ganz schön komische Sachen hat. Das ist aber es es komisch. ist halt einfach so. Jedes Land macht es halt unterschiedlich. Und dadurch, dass es halt so unterschiedlich ist, wollen wir halt gucken, dass wir es so angenehm wie möglich haben. Also für uns angenehm. Und für mich ist es angenehm einfach, ich halte den Tankrüssel da rein, tank mal ein bisschen Diesel danach, was ich sowieso zum Fahren brauche. Und gut ist die Kiste, auch wenn es wahrscheinlich teurer ist. Alles gut, glaube ich auch. Und natürlich mehr Strom Und da verbrauchst. kamen wir wieder auf das zurück. Es ist unser Campingverhalten, Ja. warum wir sagen, dass eine Dieselstandheizung besser ist. Wir haben Videos gesehen, da hatten wirklich die Camper-Kollegen, Camper-Freunde Probleme, wirklich die Gasdinger Das zu kann kommen. passieren. Und das wollen wir einfach Klar. vermeiden, da haben wir keine Lust zu. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Dieselstandheizung einfach einzubauen. Auch wieder hin, dass die auch wieder mehr Strom verbraucht. Das Gut. wissen wir. Aber auch da ist dann einfach der Plan mit den Aufbaubatterien, die wir haben, Ja. gegebenenfalls. Werden wir auch uns noch eine Lithium-Ionen-Batterie, aber das wird alles dann nach und nach gesehen. Klar, darüber muss man sich natürlich bewusst sein, dass alles, was man dort so mehr Strom verbraucht, ne, wenn man sich das kauft. Ja, und Genau. dann haben wir noch eine dritte Sache, die kannst du mal erklären, würde ich sagen, und zwar ist es das. Skyview, Genau, also sprich also. das Sonnenfenster. Wir haben ja hier ein sehr großes Sonnenfenster, was sogar aufgeht im Pepper. Das Genau. haben wir ja in unserem Malibu später nicht. Das war auch eine Diskussion, wo ich manchmal dachte, Leute, was schreibt ihr da eigentlich? Das ist zu viel. Da kommt Da Kälte ist, rein, da nee, doch das Kälte. Kälte, ach doch, Im Kälte Winter war kommt Kälte und und richtig. im Sommer kommt Ist viel Hitze zu rein. viel Hitze. Das haben wir einfach mal ausgetestet. Leider. Aufgrund von Corona-Zeiten kommen wir nicht zum Händler. Der hatte einen schönen schwarzen Malibu, genau unseren Wagen, bloß halt mit einem falschen Kühlschrank und falscher Heizung in unserer Sicht. Und auch einen falschen Motor, der war ein bisschen Ne? zu schlapp. Das war für uns nicht der Ja. richtige, aber wir hatten es sage und schreibe fast 28 Grad an dem Tag. Wir sind reingekommen und ja, wow, da war eine richtige Bullenhitze, Bullenhitze drin. definitiv. Alle Aber Fenster auf. das hat keine 2, 3 Minuten und es war eine richtige Frischluft. Sonnenschutz davor, Und das kein ist Problem das, mehr. was wir einfach machen können. Im Sommer, wenn es zu warm ist, dann machen wir genau diesen hier. Und schon ist das Problem erledigt. Da kommt gar nicht mehr so viel Hitze Aber ihr rein. seht jetzt auch schon hier im Winter, Ja, es hat wird. es einen großen Vorteil. Nämlich die Tage, so sehe ich das, die es regnet, wo wenig Licht ist, und die Wintertage, wo auch wenig Licht ist und du viel mehr Strom verballerst, dadurch, dass du ja Beleuchtung anmachen musst, da hat das einfach für uns den Vorteil, wir wollen da dementsprechend mehr ja, Licht im Fahrzeug haben. Und das ist uns das Wichtige. Andere sagen natürlich, ja, was soll ich damit? Ich habe lieber das Fach. Wir sind Alles gut. Bullifahrer bis heute. Wir haben dieses Fach auch nicht. Wir Deshalb kennen das ja auch gar nicht, kennen wir es nicht. ne? Und wir haben einfach lieber dieses Licht einfluten. Das haben wir viel lieber. Und im Gegensatz zu Clever, im Gegensatz zu Pössl, wobei die wohl auch am was machen sind, habe ich schon gehört. Aber Ja. momentan, die haben ein Aufstelldach, genau wie hier, das kannst du aufmachen. Und das Das hat macht Geräusche bei ab, ich glaube, 120. Das hatte, 120. wer hat es hier getestet? Jens von Ben Americana in Genau. Clever hat es getestet und die waren Genau. auch total schockiert darüber. Ja. Wir müssen einfach sagen, im Malibu geht es nicht auf und wir wollen es auch gar nicht, dass es aufgeht. Es soll einfach nur Licht reinfluten können und wir haben es heute Morgen gemerkt. Es war gegen 9 Uhr. Wir konnten tatsächlich das Licht ausmachen und wir haben genug Mega, Helligkeit drin gehabt. Und das wirklich. ist das Ding, warum wir uns für Sky View entscheiden. Wir haben es auch Und ausprobiert hierzu und die anderen Luken auf. Es ist nicht so genau. ausreichend. Es ist nicht so Und viel. im Winter, wenn's, da kommt auch keine Kälte, weil dieses, was im Sommer vor Hitze schützt, Das schützt im schützt auch vor Winter. Kälte. Das haben wir eindeutig ausgetestet. Das ist unsere persönliche Wahrnehmung. Klar, Vielleicht jeder habt muss das ihr selber. es anders erlebt. Genau. Wir hoffen, dass wir da ein bisschen Klarheit reingebracht
haben, was zumindest das Thema bedeutet, was für uns die Unabhängigkeit, ich nenne es jetzt mal bewusst nicht mehr unbedingt Autarkie, sondern einfach Unabhängigkeit bedeutet. Und diese Unabhängigkeit, die ist für uns halt in diesen Punkten halt besser. Aber es ist auch immer wieder das Gleiche. Es ist schön, dass es die Händler gibt, die ganz, ganz viele verschiedene Produkte anbieten, auch ganz viele verschiedene Varianten, wie zum Beispiel Kompressorkühlschrank, Absorberkühlschrank, also im Vergleich, weil jeder wirklich sich das eigene perfekte raussuchen kann. Ja, und dann komme ich noch, was war das Ziel unseres letzten Videos, was wir euch auch oben verlinkt haben? Einfach macht euch eine Checkliste und Genau. packt euch da die Punkte drauf, die euch wichtig sind. Und dann bewertet danach. Und guckt euch nicht ein Modell an, zwei, drei, vielleicht guckt ihr vier, euch fünf Modelle, aber hört dann irgendwann auch auf, weil wir könnt euch natürlich tausend von Modellen anfangen. Ich sage euch eins, es wird, je mehr ihr euch anguckt, desto schwieriger wird es. Und Das das ist war richtig. eigentlich der Tenor, was wir mit dem Video machen wollen. Wir haben gleichzeitig unsere persönliche Kaufentscheidung da mitgeteilt. Aber das Wichtige war, macht euch eine Checkliste, priorisiert euch Punkte, gibt Punkte mehr, was euch wirklich wichtig Wichtig, ist. genau, das haben wir auch Und so gemacht, haben wir das es war gemacht super. und dementsprechend sind wir zur Kaufentscheidung des Malibus geworden. Genau. Und nochmals können wir sagen, wenn der Pössl eine Dieselstandheizung so gehabt hätte, hätten wir uns wahrscheinlich auch für den Summit entschieden. Das ist nun mal so. Das Das ist ja. wollen Ja, wir einfach genau. sagen. Wir hoffen, euch hat das Video soweit gefallen und auch wenn es jetzt ein bisschen, naja, ein kleines Meckervideo war, aber Nein, es war ein Klarstellungsvideo. Wir irgendwie wollten euch das mal einfach darstellen. wollten wir euch auch da, ich sag mal, das genau, das ein bisschen näher bringen, warum wir uns dafür entschieden haben, ne? Und also, wenn euch das Video gefallen, gibt es einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, was haben die denn da für einen Blödsinn in euren Sicht gesagt, Kann ja dann sein, ist ja auch in Ordnung, ne? gerne in die Kommentare reinschreiben, ein Dislike. Das bringt uns absolut nicht weiter. Wir Weil merken wir es. nicht wissen, was denn nicht gefällt. Vielleicht ist es ja auch irgendwas, was man abstellen kann. Also sprich, wenn man Genau. irgendwie was schneidet oder sowas und das ist so doof geschnitten oder sowas, Oder halt. dann können wir halt da gucken, Dass die ne? Kamera mal geflackert hat, das kann Ja. auch passieren. Aber ihr sagt, diese Dislikes bringen uns leider gar nichts weiter. Ganz im Gegenteil, sie schaden uns, das muss man sagen. Und das finde ich Schade, schade, ja. richtig schade. Und wenn euch das alles überhaupt gar nicht gefällt, was wir machen, dann. Dann tut mir leid, aber dann schaut woanders. Dann Genau. schaut euch einen anderen Kanal an. Mehr kann ich da Also, nicht zu sagen. wir machen so wirklich, wie heißt da, Holger von den Autodoktoren, die sagen das auch. Ja. Weil wir können es einfach nur sagen. Wir machen es für uns, wir machen es für euch, wir hoffen, dass euch Für die immer. vielen, die jedenfalls zugucken und die es gefällt. Und deswegen ist es halt auch so schade, warum man nicht weiß, was es halt für Probleme gibt, damit man vielleicht für alle anderen auch noch mal ein bisschen was besser machen kann. Genau, wir Ne? sind für jede konstruktive Kritik offen. Da Genau. freuen wir uns drauf. Vielleicht kommen wir in eine Diskussion und vielleicht entdecken wir, ey, da haben wir da wirklich einen Ja, Denkfehler. ne. Weil wir sind nicht göttlich. Nein, wir sind nicht perfekt und man ist ja auch immer schnell in seinem eigenen Element drinne und guckt seinen Blick rein und wenn jemand von außen mal drauf guckt, sieht er meistens andere Sachen. Das ist auch so und das ist auch gut so. Das soll es jetzt aber gewesen In sein. diesem Sinne, Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt vor allem gesund. genau, passt auf euch auf. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.